Ja, endlich ist es wieder soweit. An diesem Sonntag, dem 25. November, startet am Theater Hagen das traditionelle Märchen zur Weihnachtszeit. Von den Grimmschen Märchen ist man diesmal abgewichen und diesmal gibt die Prinzessin auf der Erbse nach Hans Christian Andersen die Vorlage für das quirlige und auch glitzernde Familienmusical. Rund 30.000 Menschen werden bis zum 23. Dezember dieses Erlebnis genießen können. Finanziell unterstützt wird das Theaterprojekt von der Märkischen Bank in Hagen. Das aktuelle Märchen, was gar kein Märchen ist, sondern ein Musical. Wir hatten schon den Herrn Hilchenbach, der uns einiges darüber erzählt hat. Aber frech ist das Ding, das haben wir schon gehört. Und diese freche Sprache, diese freche Geschichte, die kommt dieses Jahr auch wieder vom Werner Hahn. Wie wird man so frech? Das weiß ich nicht, weil eigentlich bin ich ganz, ganz lieb und eher schüchtern. Aber vielleicht traue ich mir in den Stücken mehr zu, als ich privat eigentlich machen würde. Das ist so meine Folie, um meine Wünsche abzugeben. Vielleicht wäre ich auch immer so richtig frech. Ein Mensch, der jede Menge mit jungen Menschen zu tun hat, privat als Vater auch, aber natürlich auf der jungen Bühne, Lutz. Kommt da so ein bisschen auch die Erfahrung raus von der Power, die jungen Menschen haben? Mein Leben ist geprägt, dass ich mit jungen Menschen zu tun habe. In der Früh beim Aufstehen geht's los, spät abends, wenn wir ins Bett gehen, sind immer noch junge Menschen herum. Und der ganze Tag, der von dieser Jugend geprägt ist, der reißt einfach mit. Man kann gar nicht anders. Ich muss schon oft aufpassen in meinem Sprachjargon, weil mir Dinge einfach rausrutschen, die in der Jugendsprache völlig normal sind, aber wenn ich dann irgendwo mit Erwachsenen zusammen bin, dann sind die vielleicht irritiert über meinen jugendlichen Umgangston, aber das passiert einfach, wenn man mit der Jugend zusammen den Tag verbringt. Jetzt reden wir so ein bisschen um den heißen Brei. Natürlich möchte jeder wissen, worum geht es denn da nun überhaupt in dem Märchen und gerade hier auf der Bühne. Es wird ja doch so ein bisschen anders sein, als wie es im Märchenbuch in Anführungsstrichen steht. Was kommt da auf uns zu? In dem eigentlichen Märchen, das er sehr knapp ist, das eigentliche Märchen von Hans Christian Andersen ist so knapp, dass sich's kaum als Einschlafmärchen eignet, weil da liest die Mama oder der Papa und es ist so kurz, dass man da bestimmt noch nicht eingeschlafen ist. Und in dem eigentlichen Märchen geht's eigentlich darum, dass man austestet, wer ist wirklich empfindsam. Ist eine Prinzessin wirklich empfindsam? Kann die alles fühlen? Kann die sogar fühlen, wenn unter 20 Matratzen und 20 Eiderdaunendecken drunter noch so eine Erbse liegt? Ist sie so empfindsam? Darum geht's. Und wenn man aber die vielen, vielen Mädchen hier in dieser Stadt Hagen anschaut, die sind keine Prinzessinnen, aber ich finde, die sind genauso empfindsam. Und darum wollte ich ein bisschen zeigen, dass eigentlich auch die Mädchen, die draußen gerne im Freien herumtoben, die draußen gerne spielen, die Mädchen, die vielleicht Macken haben in der Haut, weil sie halt im Wald herumtoben, dass die Mädchen genauso empfindsam sind. Empfindsamkeit ist etwas, was wir alle haben und die findet da drinnen statt und nicht unbedingt nur in der Erziehung einer Prinzessin. Jetzt bleiben wir bei der Empfindsamkeit, denn die Empfindsamkeit in der Musik, die drückt immer wieder der Andreas Rollkauf aus und hat gerade gesagt, fast schon eine Rollkaufsche Musik traditionell hier für Hagen. Aber sie wird sich doch von dem unterscheiden, was wir in den vergangenen Jahren gehört haben. So viel habe ich zumindest mitbekommen. Ja, das ist richtig. Ich habe probiert, ein wenig das Instrumentarium zu erweitern. Wir haben ja seit Jahren die sehr bewährte Formation mit Schlagzeug, E-Bass, Saxophon, Flöte und Klavier. Und ich wollte ein paar neue Farben reinbringen. Und ich denke, das ist mir gelungen, vor allem durch die Verwendung eines Instruments, die Blockflöte. Kennt jeder, hört man aber kaum in Konzerten oder sonst irgendwo. Und das Instrument hat sich jetzt hervorragend geeignet für eine ganz tolle Szene im Wald. Das klingt sehr ursprünglich und altertümlich, gibt eine ganz tolle Farbe. Und zudem habe ich eine Nummer noch mit sehr, sehr viel Triangel. Für andere heißt das schon so ein bisschen Vorfreude auf Weihnachten. Daran dachte ich nicht beim Komponieren, sondern einfach so was ganz Leichtes, Spritziges. Da haben die Diener sehr viel zu tun bei der Szene, auch eine sehr rasante Stelle. Also wir lassen uns überraschen, was die Musik angeht, aber sie wird auf jeden Fall sehr bunt werden und es wird keine Volksmusik sein.
Es gibt ein, ich sag mal, ein volksliedhaftes Stück, aber sonst wie gewohnt ganz vielseitig, ganz bunt, schöne Balladen, aber auch Stücke zum Mitklatschen, viel freche Musik auch, alles dabei. Jetzt haben wir es gerade gehört, Herr Werner Hahn schreibt die Texte. Wie ist das dann? Das muss ja auch so ein bisschen sein wie Weihnachten, wenn man dann das von Werner Hahn bekommt und sagt, das muss ich jetzt in Musik umsetzen, oder? Das ist so. Ich freue mich jedes Jahr und ich komme sehr, sehr gut klar mit seinen Texten. Und ich habe da immer den Sommer über Zeit, um die ganze Musik dazu zu schreiben. Und natürlich muss ich mir die Texte 40, 50, 60 Mal vorlesen, vorsummen, brummen. Dann suche ich Melodien und plötzlich kommt irgendeine Stimmung, eine Atmosphäre taucht dann plötzlich auf und es ist eine sehr schöne Arbeit mit deinen Texten.